Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ich bin gerade auf dem Weg wieder in die Termitenzone. Denn. Den Mist müssten wir uns echt auch mal alles holen hier, ne? Ja, den holen wir uns auch noch. Aber wir gehen jetzt erstmal Termitenzone. Plan ist es, eventuell den Hammer irgendwie zu kriegen. Irgendwie ist schon mal gut, ne? Ja. Also Plan wäre es, also optimal wäre es, wenn wir den Hammer zusammenkriegen. Aber dazu müssen wir noch so ein paar Sachen abernten erstmal. Und da müssen wir mal gucken, ob wir das heute alles ordentlich zusammenkriegen. Wir brauchen ja Puppen. Bei den Puppen ist halt das Problem, dass, obwohl, da könnten wir unten in die Grube reingehen. Ansonsten hätten wir die, na, die Marienkäfer dort. Und die sind noch ganz schön brutal, was Schaden angeht. So, und dann müssten wir von dem Pelz abbauen. Dann haben wir ja jetzt die neue Axt. Das bedeutet. Halt die nicht. Das ist schon mal gut. Gift, direkt Gift. Ja, geil. Ach, Mensch. Warum? Ja, wir haben Heilung. Wir haben mehr wie genug Heilung dabei. So. Wir brauchen Pelz, wir brauchen Puppen. Und dann genau die Splitter für die neuen Pfeile. Wir haben ja auch schon, wenn wir welche finden, direkt mitnehmen. So, und wenn wir den Hammer haben, dann können wir die Tür öffnen. Beziehungsweise dann können wir eh oben alles abbauen. Warum sind die Wolfis gerade noch alle aktiv? Sind wir viel zu früh? Schlafen sie noch nicht? Den Scap öffnen, Tür öffnen, Kühlschrankrezept. Dann geht's immer mehr voran. Und wir können jetzt auch die Fusseln abbauen. Ich hoffe ja, dass die Viecher da noch nicht nachgespawnt sind. Oben ist auch noch ein Punkt. Müssen wir uns auch irgendwann mal holen. Das heißt, wir rennen jetzt erstmal da hoch und gucken, ob wir da gemütlich bauen können, den Kram. Weil wir brauchen die Fusseln. Das überlege ich. Wir holen die Fusseln. Gut wäre es, wenn sie nachgespawnt. Oh. Jawohl, ganz so gut wäre es nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Zeugs wir auf Lager haben. 10 Stück brauchen wir für den Puppenhut. Weil den würde ich ganz gerne craften, bevor wir die Base weiter ausbauen. Dann können wir ja schon mal ein bisschen mehr schleppen. Wenn wir dazu dann noch das Amulett haben, das wäre ja dann Gold wert. So, mal gucken. Noch sehe ich keine Milben. Nur Ameisen. Die Fusseln alleine brauchen wir ja für die Kohletrinkflasche. Dann hätten wir das mal hinter uns zum Thema Essen und Trinken. Essen kriegen wir jetzt eigentlich überall oder fast überall, wenn wir uns Läuse oder Rüsselkäfer schnappen. Dann ist es ja auch direkt gekocht. Und Trinken hätten wir dann überall auch mit der Trinkflasche, wo ja auch schon 6 Tropfen reinpassen. Dann ist es nämlich auch erledigt. So, dann holen wir uns das Kühlschrankrezept. Da haben wir ihn nebenher noch. Und dann geht es eigentlich immer mehr voran. Dann können wir den Termitenchip holen. Ja, es geht dann so peu à peu voran. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Ne, hier nicht. Da vorne. Oh, ich habe keine Pusteblume. Habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Und hier fangen wir jetzt erstmal an, ein bisschen zu piepen. Wir haben ja hier jetzt einmal die Baumwanze irgendwo sitzen. Und normalerweise auch den kleinen Glitzerkäfer, den Scarabeus. Aber der ist auch gerade nicht on Tour.
Okay. Wir wollen nichts riskieren, obwohl hier unten den können wir uns holen. Ach, da oben ist er. Ja, piepen doch auch, Mädel. So, aber wir machen noch nicht genug Schaden. Ja, der vergräbt sich jetzt. Ja, keine Chance. Da hinten läuft die Wanze. Die will ich auch noch gepiept haben zumindest. Ja, stinke woanders drum, aber nicht hier. Nee, nicht R, E, V und E. Das mit dem Piepen, ich fand das immer cooler mit der Maus. Na, dann nehmen wir sie gleich mit, wenn sie hier eh verpackt ist. Hoffen wir, dass sie nur verpackt bleibt. Ja, dann können wir auch hier unten gleich alles weglegen. Nehmen wir die Maden noch mit. Dann haben wir auch bald bessere Pfeile. Hoffentlich auch bald die bessere Armbrust. Und dann sollte das eigentlich schon alles ganz easy vorangehen hier. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass in letzter Zeit die Tiere ganz schön am Packen sind. ...500 Pfeile später. Die hätte ich auch jetzt mit dem Dolch klein machen sollen. Dann hätte man nämlich auch gleich hier die Dings gehabt. Wieder was Neues. Hier gibt es so viel Neues zu entdecken. Es gibt wieder Tränke. Einen ganzen Haufen Tränke. Obwohl, da müssten wir eher ins Teichlabor nochmal gehen und uns die Muskelsprosse holen. Aber gut, ein bisschen Madenschleim ist auch nicht verkehrt. Ist zumindest besser als gar keine Tränke.
So, das verschrotten wir, dass wir wieder Platz haben. Weil das rohe Gelumpe brauchen wir nicht. Und die zwei futtern wir jetzt mal schnell. Ah, das geht immer besser voran jetzt. Ich überleg, wie ich hier im Normal am Anfang noch rumgerannt bin. Jetzt, man merkt so richtig, okay, bessere Rüstung. Geht alles ein bisschen besser voran jetzt. Du sollst die Schaufel nehmen. Da ist noch eine. Und da oben war, glaube ich, gerade auch noch eine. Hier unter dem Stein. Na komm, können wir drauf verzichten. So, hier ist nichts mehr. Da hinten ist auch nichts mehr. Jetzt kann man hier den noch aufmachen. Und dann geht's mal weiter. Ich bin also am Überlegen, Nashornkäfer brauchen wir. Das wäre sehr gut, wenn wir die irgendwie klein kriegen könnten. Ich bezweifle es zwar, aber naja, ein Versuch ist es wert, ne? Aber vorher gehen wir uns schon mal ein paar Splitter holen. Und da liegen hier oben schon mal welche. Ich glaube, da waren noch welche, oder? Nee, hier nicht. Oh, ich habe doch keine Pusteblume mehr. Mist. Das werden wir jetzt machen. Ich glaube, wir haben so einiges zum Analysieren. Das werden wir auch mal schnell machen. Ja. Die sind wichtig. Ja, dann ist eigentlich egal. So, dann nochmal was essen. Der rostige Speer. Stimmt, den müsste ich mir mal craften. Was fehlt denn für den noch? Weil der macht auch nochmal brutalen Schaden. Staubmilbe, Rost und versunkene Knochen. Ja. Der ist sehr gut, der rostige Speer. Den nutze ich ja auch gern dann mit Minze, um's Katana zu holen. Da ist er sehr optimal. So, wir essen jetzt mal was. Weil das heilt ja auch ein wenig. Trinken noch mal was. Dann gucke ich jetzt erstmal. Hau doch mal ab, Mensch. Hier war doch irgendwo ein Löwenzahn. Ich hatte doch hier irgendwo einen gesehen. Da vorne. Da ist auch schon der erste Nashornkäfer. Gleich piepen, bevor es vergessen geht. Wenn der jetzt da sitzen bleiben würde, wäre es optimal. Aber nein, er läuft weg. Der kommt jetzt. Ach man, hoffentlich heilt er sich nicht. Ja, so ist brav. Einfach sitzen bleiben und alles werfen.
Problem ist, da hinten ist ein Weg nach oben. Immer so brav warten können, das ist doch klasse. Ein ganzer Berg Pfeile, der voll ist. Ausdauer. Oh, drei Pfeile noch. Oh shit, jetzt müssen wir wegen einem Pfeil in den Nahkampf. Wir machen es anders. Oh shit, da war eine Larve hinter mir. Och, das wäre jetzt ein Schuss gewesen, dann wäre der doch tot gewesen. Och Mann. Diese blöde Larve. Weil der hätte mich nicht nochmal knocken können. Den hätte ich jetzt mit dem letzten Schuss platt. Aber dann die Larve. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Diese Mistviecher. Ja, und jetzt ist der Kollege natürlich wieder voll geheilt. Und da können wir nochmal 500 Pfeile drauf schießen. Jetzt sitzt er wahrscheinlich auch an einer ganz anderen Position, wo ich ihn eh nicht mehr so gut platt kriege. Das wäre jetzt ein Pfeil gewesen. Diese blöden Marienkäferlarven-Dinger, Teile da, Dings. Ah, die braucht doch kein Mensch. Ich wüsste auch nicht, für was man sie braucht. Hey, schön wäre es, wenn der noch nicht hochgeheilt wäre jetzt. Ich runtergehe, einen Schlag drauf und fertig. Ich will doch nur meinen Hammer haben. Er ist 100 pro voll geheilt. 100 pro. Ja klar. Komme ich auch mit dem Hammer jetzt dran? Oh, oh. Nicht gut. Aber jetzt kämpfen die da unten. Macht ein Blatt. Ich sehe ihn doch von hier nicht. Ja, der nächste geht hoch. Das sieht gut aus. Oh, ich habe nur noch 6 Pfeile. Ich
Ich sehe doch nichts. Das ist unfair. Und heilen sollte ich mich. Haben wir jetzt nur die Brocken? Oh, wir haben drei Brocken und ein Kopf. Boah, wir brauchen noch zwei Brocken. Müssen wir uns noch den zweiten holen. Gucken, ob wir da auch so eine gute Position kriegen. Ich glaub's nicht. Wir haben da ein Bämmchen dabei. Können wir doch hier die Termiten gerade rausholen. Wir brauchen aber den Nashornkäfer. Das ist Blödsinn, jetzt hier die Höhle. Wir sterben wieder 100.000 Mal wegen nichts und wieder nichts. Suchen jetzt den Nashornkäfer. Rucksack wieder voll. Was haben wir denn wieder für einen Schrott einstecken? Das kann doch weg. Erstmal. Hauptsache die Fackel mal wieder weg. Da buddeln wir mal kurz aus. Kann ich wahrscheinlich auch nicht nehmen, weil Inventar voll. War ja klar. Essen, Essen, Essen. Und nochmal hier weg. So. Sieht doch gut aus. Toll. Salz. Und ich kann die Fackel wieder nicht wegwerfen. Komm, ess und ess noch mehr. So viel bist du platzt. Er sitzt oben. Der ist da oben unterwegs. Jetzt mal gucken, ob ich irgendeine Möglichkeit habe, den da oben zu bekommen, ohne dass ich vor ihm stehe. Wo ist er denn? Da vorne. Ja, ich hätte vielleicht eine Idee. Wir laufen ihm einfach entgegen. Das dachte ich mir nämlich. Ist nur die Frage, kriegt er eine Stein hochgeschmissen? Nein, kriegt er auch nicht. Ich würde den ganz gerne eigentlich mal einen Hammer eingeben, dann ist er ein bisschen schneller platt. Aber so kriegen wir unseren Hammer zusammen. Das ist auch schon mal was. Und dann gehen wir nochmal runter Puppenleder holen. Oh, das ist eine knappe Kante. Boah, da ist ein Lava. Bleib nicht.
Oh, bleib mir nur fern, ey, blöde Larve. Mehr. Kurz heilen. Komm ich mit dem Stäbchen hin? Nee, komm ich nicht. Da, verklopp dich doch mit dem da. Nicht mit mir oder sonst was. Cool, dann haben wir gleich unseren Hammer. Außer wenn jetzt wieder eine Larve kommt und meint, wieder mir ins Kreuz zu springen. Brauchen wir eigentlich nur noch Puppenleder. Und das kriegen wir auch hier unten. Pusteblume. Hydration is the key to performance. Am Fall passend. Ich glaube, die Schirmchen sind da runter. Ich bin mir aber nicht sicher. Es gibt auch manche Pusteblumen, die werfen gar keine Schirmchen ab. Nein! Ja, wir sterben schon auf dem Weg da, mein Pusteblümchen. Sehr gut. Inventar voll. Sehr gut. Läuft doch. Ja. Die nehmen wir ja eh gleich in die Flossen. Dann die Fackel. Wir brauchen Puppenleder. Müssen wir in die Richtung. Und hoffen. Ne, warte mal, das ist. Da geht's raus. Endeffekt brauchen wir erstmal nur Puppenleder. Dann können wir uns wieder so das ein oder andere herstellen. Dann können wir nämlich erstmal wieder heim. Da unter uns ist Puppenleder. Normalerweise. Der steht hier stellenweise überall so ein bisschen rum. Man muss es nur finden. Da haben wir welches. Da haben wir aber auch eine Larve. Und ein Spinnchen. Eins. Ich will ein bisschen mehr wie eins. Toll. Eins. Wow. Ja, wir könnten rein theoretisch, ach komm, das kann weg, das können wir essen. Ja, auf das eine kommt, kann man eigentlich Salz auch essen? Habe ich noch nie geguckt. Wir futtern natürlich alles. Ob man kann oder nicht, das ist ja
Ne? Wir bauen uns jetzt hier mal Bettchen hin. Weil hier im Dunkeln nach dem Puppenleder zu suchen, ist nicht gerade einfach. Gerade wenn man so blöde Spinnchen im Kreuz hat. Ich hab's gefunden. Hinter mir war Puppenleder. Zwei Stück. Zwei Stück. Ich glaube, ich spinne. Fackel weg. So, und dann gehen wir nochmal gucken. Wie viel Puppenleder haben wir jetzt? Drei, ne? Drei. Toll. Wie viel brauchen wir? Wir wollen einmal das Hütchen herstellen. Wo haben wir denn? Da brauchen wir schon drei. Und für den Hammer. Der Hammer, der Hammer, der Hammer. Da brauchen wir zwei. Also wir brauchen fünf. Ich hätte gern noch den Speer. Da brauchen wir keins. Okay, fünf Stück brauchen wir. Also noch zwei Puppenleder. Seit wann läuft hier unten eine Spinne rum? Den brauche ich nicht hinterher zu rennen, das macht keinen Sinn. Das Salz lassen wir jetzt auch liegen. Wüsste ich nicht, dass wir es brauchen. Ja, weil guck, der ist viel schneller. Weg ist er, ne? Haben wir noch Essen? Oder habe ich jetzt alles mittlerweile genascht? Ich habe alles gefuttert, das ist schon mal gut. Dann müssen wir was trinken. Wenn wir schon nicht essen können, dann trinken wir was. Komm, ein bisschen Puppenleder muss doch hier jetzt noch rumstehen oder rumfallen, rumliegen. Da haben wir noch eins. Und da haben wir noch eins. Dann wäre mein Ziel hier in der Zone erstmal nämlich erreicht. Jetzt haben wir sechs Puppenleder. Ach stimmt, deswegen sind die Spinnchen ja hier unterwegs. Ah, gut. Ich bräuchte rein theoretisch auch noch eine Jungspinne. Komm, eine machen wir. Doch sehr erfolgreich bis jetzt hier unten in der Zone. Können uns einen Hammer herstellen? Was haben wir denn hier schon wieder? Bestimmt wieder Salz. Oh, würziger Brocken. Den nehmen wir uns mit. So, und dann sollten wir jetzt so langsam Richtung Heimat. Weil ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir jetzt erstmal. Wir haben zwei Nashornkäfer zerlegt. Da vorne hat auch wieder was geblinkt. Salz. Wenn Salz ist, lassen wir es liegen. Oh, Kiste. Die nehmen wir mit. Da ist meistens Essen drin. Und Federn und anderes Zeugs. Ja, jetzt fangen wir wieder an. Ja, das brauchen wir nicht. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Hm, komm, der kann weg. Da kriegen wir auch noch tonnenweise. Den können wir gleich mal verbrauchen. Und dann haben wir doch alles einstecken. Jetzt nichts wie nach Hause. Dann hätten wir erstmal die Termitenzone beendet. Erstmal. Das heißt, jetzt könnten wir gucken, dass man wieder was baut. Und dann wäre der nächste Schritt... Ja, oh, Mistviech.
Ja, wir müssen erstmal weiterbauen. Seilbahnen. Und dann könnten wir vielleicht beim Termitenkönig mal reinschauen, dass wir den auch noch erledigen. Ja, die ist auch schon wieder da. Ging ja schnell. Hier laufen wir jetzt mal am Stein entlang, weil da oben auf dem Frankenline ist noch ein Skep, den nehmen wir mit. Können wir von hier aus drauf. So, und jetzt nix wie nach Hause. Oh, ich sehe auch gerade schon, wir sind schon wieder bei 36 Minuten angekommen. Ich renne jetzt mal ganz schnell heim. Seht ihr schon, es ist schon wieder alles Mögliche hinter mir. Ah, jetzt haben wir auch den nächsten Bombi. Guten Tag. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und da gehen wir nochmal in die Termitenzone und holen uns oben auf dem Tisch den Skep, Kühlschrank und so weiter und so fort. Erstmal alles analysieren, ne? Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, bis denn und tschüss.